Denn dann möchte ich einen besonderen Gast auf der Bühne begrüßen. Ich weiß jetzt nicht, wo er sich versteckt hat. Ich hoffe, er ist in der Nähe. Egal, wo er gerade ist. Okay, einer meiner... Nein. Es gibt jemanden, der hat von all den Songs, die wir heute Abend spielen, Roundabout ein Drittel geschrieben. Geschrieben. Das heißt, dieser Mann ist ein fucking Genius. Und dieser Mann heißt Richie Blackmore. Und Richie Blackmore, einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen, egal, hat einen Sohn. Und der gehört für mich als Gitarrist direkt daneben. Und please welcome on stage den Sohn von Richie Blackmore, all die Songs, die ihr kennt von uns, Smoke on the Water und all das ganze Zeug hat er geschrieben. Ladies and Gentlemen, welcome on stage, J.R. Blackmore! Und ich kann euch sagen, er hat jetzt... Dankeschön, vielen Dank, das war ein Stecker. Er hat jetzt gerade eine CD gemacht. Und diese CD könnt ihr gerade kaufen, heißt Voices. Ist der Oberhammer. Lief soeben hier nebenbei. Und für mich ist das wirklich ein Aufleben der Zeit, die ich, womit ich groß geworden bin. Das ist mein Ding. Rainbow, Deep Purple, ihr wisst das. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass er heute Abend hier ist und er will euch auch kurz guten Tag sagen. So, erstmal hallo alle Mann. Ich hoffe, ihr rockt hier alle gut ab. Also ich möchte erstmal ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von der Band. Das gilt für Peter, das gilt für Thorsten, das gilt für dich genauso. Also für alle, also ich bin sehr begeistert. Mir macht das unwahrscheinlich Spaß. Also hier ist richtig Rock'n'Roll, Jungs. Ihr macht das absolut klasse. Und ich habe mir irgendwie überlegt, wir gehen ja wieder auf Tour dieses Jahr. Und ich habe mir gesucht, ich suche mir mal jemanden, der dieser Aufgabe würdig ist, im Ausland auch unterwegs zu sein mit mir. Und da habe ich mir gedacht, ich suche mal in Wuppertal und habe mir gedacht, ich entführe euch einfach mal den Steve für die Zukunft. Ihr werdet natürlich weiterhin auch Bourbon Street sehen, da gibt es ja überhaupt nichts zu sprechen. Aber er wird einfach mal mit mir unterwegs sein, ein bisschen touren. Und dazu gehört auch der Thorsten. Und ich möchte euch einfach sagen, mir macht das unwahrscheinlich Spaß. Ich hoffe, ihr kommt dann auch zu unseren Shows, ne? Ein bisschen Rock'n'Roll machen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle weiterhin viel Rock'n'Roll und genießt einfach das geile Konzert hier. Also, long live! Long live! Long live! Long live Rock'n'Roll! Ladies and Gentlemen, J.R. Blackmore! Und ich freue mich wirklich. Ich werde mit J.R. auf Tour gehen nächstes Jahr. Ist für mich ein Sechser im Lotto. Ich freue mich, all die Songs zu spielen. Purple Rainbow und all das ganze Zeug. Und dieser Mann, also hört euch die neue CD an. Das ist richtig, richtig geil. Nicht nur, weil er der Sohn von Richie ist, sondern weil es einfach ein geiler Gitarrist ist. Ladies and Gentlemen, Richie, Jürgen Richard Blackmore! Hey, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Akustik. Gitarre. Ich habe ja gesagt, wir haben ein bisschen was Neues. Das kennt ihr noch nicht von uns. Wir ziehen uns gleich alle aus. Scheint keinen zu interessieren. Wunderbar. Ja.
Die Gitarre ein bisschen lauter auf dem Monitor. Ey, seid ihr eigentlich cool genug für ein bisschen Unplugged Rock'n'Roll? Okay, Jungs, wir gehen runter. Ist vorbei. Tschüss. Come on, lass das hören. Wollt ihr ein bisschen Unplugged Rock'n'Roll? Okay, come on! She's good loving like a Christian. Holy church, yeah.